was für ein riesiger Stapel Puppets. Seltsam, mein Puppet ist kaputt. Ich kann nicht draufdrücken. Was wirst du tun? Hör auf, dran zu schnuppern. Probier's einfach. Wow, das Ding ist ja aus Fruchtgummi. Wirklich gut. Oh, was für ein Glücksfall. Es ist nicht mehr viel übrig. Aber ich hab's geschafft. Was schaut ihr mich so an? Ihr seid dran. Vielleicht sind meine auch aus Fruchtgummi. Nein, dafür sind die viel zu hart. Ah, das ist ja Schokolade. So ein Glück habe ich ja gar nicht erwartet. Das ist meine Lieblingsschokolade mit Bonbons drin. Was für eine tolle Kombination. Ich möchte auch was probieren. Ich habe aber nicht vor, mit euch zu teilen. Ha, dein Gesicht ist bunt. Ah, das macht doch nichts. Das kann ich schnell wieder gut machen. Das war's auch schon. Okay. Jetzt bin ich dran. Mal sehen, aus was mein Puppet besteht. Nein, das ist weder Fruchtgummi noch Schokolade. Oh, das ist ja ein echtes Puppet. Jetzt können wir damit spielen. Oh, das ist so toll. Ja, das ist voll entspannend, würde ich sagen. Wow, Chips. Das ist eine wunderbare Nachricht. Aber wieso hat jeder nur eine Dose? Ich weiß es nicht, aber wir werden es gleich herausfinden. Na, was ist da, Phoebe? Keine Ahnung. Ja, nur ein Chipsstück. Daran ist nichts Lustiges. Die Dose ist leer. Zumindest kann ich das hier noch aufessen. Das war mein kleiner Snack. Es kann weitergehen. Mal sehen, was ich da drin habe. Ich hoffe, ich habe eine größere Portion. Mann, die Dose hat ja gar keinen Boden. Ah, da sind ja meine Chips. Da müssen mindestens 10 Stück sein. Herzlichen Glückwunsch. Was ist denn mit dir los? Die Dinger sind ganz schön würzig. Ah, ich muss doch nicht niesen. Jetzt ist gut. Jetzt kann ich was probieren. Oh nein, nicht schon wieder. Du hast alle Chips weggeniest. Verdammt nochmal. Mia, jetzt bist du dran. Ich weiß, wie man mit Essen umgeht. Wow, so viele Chips. Unglaublich. Das müssen ja sicher 100 Stück sein. Kann ich auch mal was probieren? Natürlich nicht. Lass die Finger von meinem Essen. Ich schaffe das auch ohne deine Hilfe. Unglaublich, wie hat sie das geschafft? Ich schaffe auch noch viel, viel mehr. Oh Mann, da ist ja jemand am Ersticken. Es wird Zeit, Mia zu retten. Moment mal, ich habe da was für dich. Bitte sehr. Oh, vielen Dank, Danny. Du bist ein wahrer Freund. Was ist mit der Cola los? Warum spritzt die in alle Richtungen? Oh nein, jetzt bin ich nass. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Was für ein Haufen KitKat. Ich würde nicht sagen, dass das viel ist, aber gut genug. Ah, Phoebe, Verliererin. Ich bin mir sicher, mein Schokoriegel wird der leckerste sein. Hey, was machst du denn da? So viel Schokolade. Großartig. Und die Waffeln liebe ich auch noch. Hey, du krümelst uns voll. Tut mir leid, das war aus Versehen. Na, warte. Wie auch immer, lass uns einfach weitermachen. Okay, das heißt, ich bin jetzt dran. Wow, du bist ja voll schnell die Verpackung losgeworden. Tja, die habe ich einfach nicht mehr gebraucht. Ich will nur die Schokolade haben. Okay, Messer und Gabel werden mir auch nicht weiterhelfen. Ich liebe den Geschmack. Unglaublich, ich bin gar nicht zu stoppen. Das sind die besten Schokoriegel überhaupt. Wo sind deine Tischmanieren, Mia? Das ist ja wie ein Biest aus. Oh je, nimm das zurück. Und fass mich bloß nicht an. Sei vorsichtig, Danny. Sonst werde ich dich auch noch auffressen. Danny, das war doch nur ein Scherz. Ich habe alles aufgegessen, jetzt kannst du weitermachen. Mann, da brauche ich doch ein kleines Hilfsmittel. Wow, wow, wow. Ich möchte daraus einen gewaltigen Turm bauen. So einen Turm habt ihr noch nie gesehen.
unglaublich. Yeah! Ich brauche wohl eine Leiter, um weiterzumachen. Yeah, ich bin fertig. Das ist der beste Turm überhaupt. Und ich habe sicher nicht Lust, runterzukommen. Das sieht so toll hier aus. Na, wie du meinst. Sorry, aber wir wollen auch was von deinen Regeln. Nein, was habt ihr angerichtet? Bloß nicht das, ich falle! Es gab keinen anderen Ausweg. Wir wollten dringend was probieren. Und wir bereuen nichts, das war es absolut wert. Yeah. Und die Papiere brauchen wir nicht mehr. Ah, hier bin ich. Irgendwie ist mir schwindelig. Gut, dass ich einen Helm trage. Du bist so witzig. Na, endlich habe ich die größte Portion. 100 Kaugummis auf einmal. Und wie viel habt ihr bekommen? Danny hat nur einen. Das ist ja lächerlich. Das glaube ich nicht. Da gibt's nichts zu lachen. Schaut mal. Ich hatte mehrere Kaugummis in einer Packung. Ah, Mia, tut mir leid. Ich wollte dich nicht treffen. Okay, jetzt zeige ich euch, was man mit diesen Kaugummis hier macht. Hör auf, mich vollzumüllen. Du bist so rachsüchtig. Du hättest mich nicht schlagen müssen. Was machst du denn da, Danny? Das sieht voll komisch aus. Aber dafür ist es voll praktisch. In ein paar Sekunden habe ich alle Kaugummis aufgegessen. Und hier kommt meine Kaugummiblase. Wow, du solltest in einem Zirkus arbeiten. Ich hoffe, das war ein Kompliment. Danke, Mia. Bravo, das war großartig. Jetzt ist Mia dran. Wow. Wie wirst du nur diese Höhlen auf einmal los? Ja, das ist mein besonderer Trick. Und jetzt zeige ich euch den Staubsaugertrick. Unglaublich. Was für eine große Kaugummiblase. Es wird Zeit, sie zu platzen. Da werde ich dir helfen. Und ich werde dich verstecken. Hey, was hast du getan, Danny? Ich kann nichts sehen. Na klar, weil du voller Kaugummi bist. Hier stimmt doch was nicht, oder? Ja, du hast deine Augenbrauen abgeklebt. Oh nein, ich muss sie sofort wieder anbringen. Hey, you. Das sieht ganz schön komisch aus. Du bist selber schuld. Aber jetzt kann's weitergehen. Es wird Zeit, dass ich auch meine Kiefer arbeiten lasse. Mann, Phoebe, du wirst den Tisch zerbrechen. Ich habe meine Kräfte etwas falsch eingeschätzt. Wie auch immer. Hast du einen Gummimund oder so? Wie viel passt denn da rein? Ist doch keine große Sache. Phoebe, wo willst du hin? Halt, ich halte dich. Danny, das hat keinen Zweck. Der Ballon ist zu groß geworden. Wir müssen sie retten. Es gibt nur einen Ausweg. Dieser Schleuder hier. Okay, das ist keine schlechte Idee. Oh Mann, du hast verfehlt. Lass mich mal probieren. Bist du dir sicher? Die Kaugummiblase ist geplatzt. Sie fällt. Ich werde sie fangen. Mann, du hast schon wieder versagt. Tut mir leid, ich habe mein Bestes gegeben. Vielen Dank. Was für schöne Torten. Ich bin bereit, das Dekor für meine auszuwählen. Wow, die Gummiwürmer sind toll. Mila, sieh nur, wie viele es gibt. Jetzt bist du an der Reihe, das Rad zu drehen. Ich fürchte, ich werde etwas weniger Leckeres bekommen. Ich wusste es. Echte Würmer sind eklig. Edith, sie sind so hässlich. Sie kann ich nicht auf meine Torte legen. Es lässt sich nicht ändern, ob du willst oder nicht, du musst es tun. Ich schließe meine Augen, um es nicht sehen zu können. Mami, sie bewegen sich, das ist so schrecklich. Warum nimmst du so wenig? Du musst alles einbauen. Ich hätte nicht gedacht, dass du so grausam bist, Kate. Ich dachte, du wärst meine Freundin. Ja, das ist nicht der beste Anblick, aber das ist nicht meine Schuld. So sind die Regeln. Ich will es nicht in den Mund nehmen. Die Würmer werden sich bewegen. Das kann ich sicher nicht überleben. Das ist ekelhaft. Ich muss sofort eine andere Torte essen. Igitt, es ist immer noch eklig. Sie schmeckt noch nach Würmern. Ich glaube, da krabbeln etwas auf meinem Gesicht. Oh nein! Noch Würmer? Ich bin schon satt. Sie krabbeln sogar in mein Haar. Wann wird das enden? Könntest du vorsichtig
vorsichtiger sein. Ein Wurm ist mir direkt unter die Nase vorbeigeflogen. Gut, dass du alles aufgegessen hast und jetzt bin ich mit meinen Gummibürmern dran. Eine bessere Dekoration kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, dass sie meine Torte nicht nur dekorieren, sondern auch viel besser schmecken lassen. Sieh nur, wie hübsch sie sind. Sie sieht wirklich erstaunlich aus. Hello. Und wie köstlich es ist, kannst du dir nicht vorstellen. Ich könnte eine ganze Torte auf einmal essen. Eine bessere Kombination kann ich nicht mehr vorstellen. Kate, könntest du mir eine Freude machen? Gibst du mir wenigstens ein Stück ab? Bitte. Du sagst Quatsch. Darauf brauchst du nicht einmal zu hoffen. Eine andere Antwort habe ich nicht erwartet. Okay, ich werde dir eine Lektion erteilen, Freundin. Was ist das? Ein Angriff? Ich kann für meine Torte entstehen. Mal sehen, wer sich als stärker erweist. Verteidige dich. Verteidige dich selbst. Ich weiß, wie man angreift. Das ist ein ganz schöner Schlag. Du bist sehr gut im Kämpfen. Ich bin bereit, alles für die Torte zu tun. Ich habe verloren. Ich darf die Torte nicht probieren. Daran werde ich dich erinnern. Ich habe einen neuen Plan. Was machst du da, Mila? Jetzt gehört die ganze Torte definitiv dir. Na, das ist doch perfekt. Schlammig. Ich bin bereit, das Rad wiederzudrehen. Das wird mich wegwehen. Was für ein starker Wind. Oh nein, das kann nicht sein. Das sind die Chilischoten. Endlich hast du etwas Ekliges, nichts Süßes. Mal sehen, wie du es schaffst. Ich bin sicher, dass das Glück dieses Mal auf meiner Seite ist. Du hast Kaugummi-Augen. Das ist nicht fair. Warum denn? Das ist gerecht. Das Schicksal hat entschieden. Schau mal, wie gut die Kaugummi-Augen auf meiner Torte aussehen. Oh mein Gott, das ist die beste Kombination. An diese Torte werde ich mich immer erinnern. Ich möchte es auch probieren. Niemals. Du hast mit mir nicht geteilt und ich werde es auch nicht tun. Bist du verrückt? Du hast mir fast verletzt. Jetzt wirst du sicher nicht mehr meine Torte anfassen. Und wozu brauche ich diese Gabel? Ich esse sie mit den Händen, so schmeckt sie besser. Und außerdem kann man viel mehr auf einmal in den Mund nehmen. Ich kann mir nur vorstellen, wie köstlich das ist. Da wird ein Traum wahr. Du hast recht. Aber es gibt einen Nachteil. Es ist zu schnell ausgegangen. Hm. Es ist nur noch ein Kaugummiauge übrig. Ich werfe es hoch und fange mit dem Mund auf. Oh nein, das habe ich verfehlt. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ein wahres Geschenk des Schicksals. Ich habe es geschafft, die Weingummi doch mal zu probieren. Und jetzt ist deine Chili-Torte. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Okay, ich fange mit der Dekoration an. Übrigens ist es ganz gut gelungen. Schau mal, wie gut diese Farben zusammenpassen. Jetzt sag mir, wie deine Torte schmeckt. Ich könnte ohne das leben. Es scheint, ich muss es tun. Ich spüre schon etwas Scharfes. Ich mag kein Chili. Warum so wenig? Nimm mehr Stück auf einmal. Du wirst sehen, es wird nichts Gutes dabei herauskommen. Versuche nicht, mich zu verwöhnen. Iss alles auf. Alles. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Oh nein. Ich glaube, Feuer kommt. Mami, ich brenne. Vielleicht hätte ich es doch übertrieben, sie den ganzen Pfeffer essen zu lassen. Warte, Kate, ich hole dir etwas Wasser. Das hilft sehr. Ich danke dir. Ich bin jetzt an der Reihe, das Rad zu drehen. Kaktus? Wow. Aber es ist stachelig. Wie soll ich das essen? Warte eine Sekunde. Ich glaube, da war ein Fehler. Das Rad ist auf dem Pommes stehen geblieben. Also gut, es gibt keine Möglichkeit zu schummeln. Stimmt, mich kannst du nicht täuschen. Jetzt drehe ich das Rad. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich etwas Leckeres bekommen werde. Kaugummi, mein Bauchgefühl hat recht. Wow, so viele Sorten. Du hättest mir wenigstens einen von ihnen geben können. Niemals. Ich möchte sie alle selbst ausprobieren. Ich denke, wenn man die Farben kombiniert, wird es sehr hübsch und hell. Gott, das riecht lecker. Ich kann mich kaum zurückhalten, es zu essen. Es ist wirklich toll geworden. So eine Torte würde ich auch gerne mal haben. Man muss nicht alle Kaugummis für die Dekoration verwenden. Man kann sie auch einfach so essen. Du hast recht. Schau, ich habe ein Herz. Wow, das ist wirklich schön. Ich denke, es würde die ganze Komposition perfekt abschließen. Das ist genial. Du bist eine wunderbare Dekorateurin. Danke dir. Der große Moment ist endlich gekommen. Ich kann ausprobieren, was ich gemacht habe.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass es wahnsinnig lecker ist. Oh ja, du hast hundertprozentig recht. Ich werde nicht aufhören, bis ich alles aufgegessen habe. Peter, aber du bist total schmutzig. Wo sind deine Manieren? Gib es zu, du bist einfach neidisch auf mich. Ich hatte ganz vergessen, dass man aus Kaugummi Seifenblasen machen kann. Vielleicht hörst du auf. Diese Blase macht mir Angst, sie ist wirklich groß. Schluss, ich muss jetzt aufhören. Entschuldigung. Was hast du getan, Mila? Ich bin ganz schmutzig. Das ist ungeheuerlich. Aber es ist deine eigene Schuld. Ich habe dir gesagt, du sollst aufhören. Aua, was für ein stacheliger Kaktus. Ich kann es nicht essen. Denke dich etwas aus, das ist dein Problem. Ich habe eine Idee und ich werde versuchen, sie zu verwirklichen. Ich fürchte, diese Schere wird nicht funktionieren. Ich brauche etwas Kleineres. Diese ist auch zu groß, aber die Manikürschere ist genau richtig. Es ist an der Zeit, meinem Kaktus die Haare zu schneiden. Die Stacheln stehen nicht gut für ihn. Das war also dein Plan. Genial. Danke. Ich hoffe, ich kann jetzt meine Kaktusorte essen und mich nicht verletzen. Aber warum dauert es so lange? Ich schlafe schon ein. Wach auf! Was hast du gemacht? Ich habe mir wehgetan. Beeile dich, dekoriere deine Torte und iss schneller. Ich habe es verstanden, ich muss meinen Kaktus reiben. Dann wird es viel bequemer sein, ihn zum Dekoration zu verwenden. Sieh nur, wie gleichmäßig die Schicht ist. Ich habe gute Arbeit geleistet. Sehr gut. Jetzt ist die Zeit herausfinden, wie es schmeckt. Der Kaktus ist ein bisschen bitter, aber insgesamt schmeckt alles nicht schlecht. Das ist großartig.